eine Kalaschnikow auf der Stirn, der Name seines Motorradclubs in Großbuchstaben auf der Wange und ein F von der Polizei auf dem Hals. Dieser Mann verstand sein Handwerk in der Unterwelt. Er begann als kleiner Dealer und arbeitete sich bis in die obersten Ränge der Branche hoch. Und während er Präsident eines Motorradclubs war, wurde er in eine Lieferung von unglaublichen Maßnahmen verwickelt. Doch niemand konnte ahnen, dass es so enden würde. Dies ist die Geschichte von Gert F. Gert F. wurde 1973 in Borchloon, Belgien, geboren. Im Jahr 2009 wurde er wegen extremer Aggression gegen einen Radfahrer zu 14 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 1.100 Euro verurteilt. Eine relativ harte Strafe. In Anbetracht seiner Vorgeschichte hielt der Richter dies jedoch für die einzig geeignete Option. Da Gert bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle strafrechtlich verfolgt worden war und offenbar nichts daraus gelernt hatte. Etwas mehr als ein Jahr später, nachdem er den Großteil seiner Strafe verbüßt hatte, geriet Gert erneut in Schwierigkeiten. Diesmal wegen einer noch schwereren Straftat. Bei einer Razzia in einem Lagerhaus stieß die Polizei auf eine ganze Cannabis-Produktionsanlage mit über 3000 Pflanzen und über 100 Kilo Cannabis. 21 Personen wurden auf frischer Tat beim Ernten und Verteilen des Cannabis ertappt. In einem benachbarten Lagerhaus fand die Polizei auch das Material für die Einrichtung von Anbauflächen und wussten, dass dies Teil einer größeren Organisation war. Gert wurde sofort als die treibende Kraft dahinter angesehen und zusammen mit seiner Freundin verhaftet. Doch Gert hatte nicht vor, sein Verhalten zu ändern. Vielmehr tauchte er noch tiefer in die Unterwelt ein, indem er die Welt der weichen Drogen hinter sich ließ und in die Welt der harten Drogen einstieg. Sein Name tauchte in mehreren Ermittlungen zum Kokainschmuggel aus Südamerika in den Häfen von Antwerpen und Rotterdam auf. Etwa 2015 wurde Gert Mitglied des Bandidos Motorcycle Club. Der Bandidos Motorcycle Club ist ein 1%iger Outlaw-Motorradclub, der 1966 in Houston, Texas gegründet wurde und sich mittlerweile über den ganzen Globus erstreckt. Wir sind die Leute, vor denen dich deine Eltern gewarnt haben, lautet ihr Motto. Und das passt auch ganz gut, denn sie sind kein gewöhnlicher Motorradclub. Sie sind sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden berüchtigt und können mit mehreren Fällen von Waffenhandel, Drogenschmuggel, Entführungen, Einschüchterungen und Morden in Verbindung gebracht werden, um nur einige zu nennen. Gerts Image, seine polizeiliche Erfahrung und sein Wissen über die Welt des Schmuggels waren ein wertvolles Kapital, das man in diesem Motorradclub hatte. Einer ihrer Anführer hatte ein Exportgeschäft in Kolumbien, das die Verschiffung von Kokain zum Hafen von Antwerpen ermöglichte. Im Laufe der Jahre wuchs Gert innerhalb des Motorradclubs und stieg bis zum Präsidenten des Clubs auf. Mit ihm an der Spitze wurde der Club noch besser organisiert. Wie eine gut geölte Maschine importierten sie immer größere Mengen Kokain aus Costa Rica, Ecuador und Brasilien nach Belgien. Die Lieferungen wurden größer und größer, bis sie vielleicht zu groß wurden. Im Jahr 2019 wurde eine Lieferung von 2.800 Kilogramm beschlagnahmt. Versteckt zwischen Tropenholz war die Lieferung für ein Unternehmen in Maasmechelen bestimmt, wo Gerts Mitarbeiter bereit waren, die Kokainpakete herauszunehmen und weiter zu transportieren. Zu ihrem Pech kam die Lieferung nie an und löste weitere polizeiliche Ermittlungen aus. Der Schmuggel von 2.800 Kilo wird niemals von einer kleinen Organisation durchgeführt und die Polizei beschloss, weitere Ermittlungen anzustellen. Obwohl 2.800 Kilogramm bereits eine große Lieferung waren, war das nichts im Vergleich zu ihrer nächsten Lieferung. Es war an der Zeit, groß einzusteigen. Gert wollte zusammen mit anderen Schmugglern den Jackpot knacken, der ihnen so viel Geld einbringen würde, dass sie nicht einmal in der Lage wären, alles auszugeben. Nach monatelangen Vorbereitungen war es im November 2020 soweit, dass ihre bisher größte Ladung im Hafen von Antwerpen ankam. Verteilt auf 5 Container wurde eine Ladung von 11.500 Kilo reinem Kokain zwischen altem Schrott versteckt. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht 1.100 Kilogramm, nicht 1.500 Kilogramm,
sondern 11.500 Kilogramm reines Kokain. Aber es ist nicht so gelaufen, wie sie es geplant hatten. Am 1. Oktober 2020 verkündete die belgische Polizei stolz, dass sie eine gut strukturierte kriminelle Organisation zerschlagen hat, die regelmäßig große Mengen Kokain aus Südamerika nach Antwerpen verschifft hat. Diese Organisation wurde von Willy van M. angeführt. Willy und Geert hatten bereits bei früheren Lieferungen zusammengearbeitet. Nach weiteren Nachforschungen entdeckten sie, dass eine große Lieferung ankam, die teilweise von Willys Organisation, die sie gerade zerschlagen hatten, organisiert worden war. Die Lieferung kam aus Guyana und war für den Hafen von Antwerpen bestimmt. Die Polizei beschloss, das Schiff im Auge zu behalten, ohne dass jemand davon wusste. Geert und seine Mitorganisatoren hatten keine Ahnung, was auf sie zukommen würde. Sobald die 5 Container den Boden des Antwerpener Hafens berührten, wurden die Container vom Zoll geöffnet. Beim Öffnen der Container fielen immer wieder Pakete mit Kokain heraus. Die Container waren buchstäblich bis zum Rand vollgestopft. Was eine der größten Sendungen aller Zeiten hätte werden können, scheiterte kläglich und der Zahltag für Geert und alle Beteiligten war plötzlich vorbei. Nach dem Fund einer Lieferung dieser Größenordnung könnt ihr Geld darauf verwetten, dass die Polizei weitere Ermittlungen gegen alle Beteiligten durchführen wird. Geert war ganz sicher verärgert über die Beschlagnahmung der Sendung. Aber das hat er wohl schnell vergessen, denn er lebte wie ein König in Marbella, wo er mehrere Immobilien besaß. Mit seinem von Brabus umgebauten Mercedes, einem Porsche Carrera und seiner speziell angefertigten Harley-Davidson im Gesamtwert von 700.000 Euro kam Geert immer stilvoll an der Costa del Sol an. Er lebte einen verschwenderischen Lebensstil, aß in den nobelsten Restaurants, gab Tausende von Euros für Shoppingtouren aus und hatte die Qual der Wahl, welche Luxusuhr er heute tragen würde. Obwohl er in Marbella lebte, reiste Geert gelegentlich zurück nach Belgien. Am 22. Mai 2021 ging bei der Polizei von Antwerpen ein Anruf ein. Jemand hatte mehrere Männer mit Schusswaffen gesehen. Die Polizei beobachtete die Männer kurz, bevor sie zur Tat schritt und sie verhafteten. Aus gutem Grund, denn bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Männer tatsächlich Schusswaffen bei sich hatten. Eines der Autos, ein Renault Twingo, hatte sogar ein Geheimfach, in dem eine AK-47 mit Munition versteckt war. In dem anderen Auto, einem Ford Focus, fand die Polizei eine geladene Scorpion, Handschuhe, Sturmhauben und Funkgeräte. Beide Männer hatten Verbindungen zum Motorradclub No Surrender. No Surrender war ein Konkurrent von Geerts Club Bandidos. Zwischen den beiden Gruppen gab es schon immer eine Art Rivalität. Was die Männer vorhatten und ob sie gezielt nach Geert suchten, blieb unbekannt, da beide sich nicht zu ihren Motiven äußern wollten. Als die Polizei Geert fragte, ob er das Ziel sein könnte, sagte er lediglich, könnte sein. Hat die Polizei Geert gerade davor gewarnt, entführt zu werden oder sogar Schlimmeres? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Als Folge der beschlagnahmten Megalieferung hat die Polizei Fortschritte bei der Beschreibung der gesamten Operation und bei der Ermittlung der Hauptakteure gemacht, von denen sich später herausstellte, dass es sich bei einem davon um Geert handelt. Unter dem Codenamen Operation Costa beschlossen die belgische, die niederländische und die spanische Polizei zusammenzuarbeiten, um ihn und einige seiner Komplizen zu verfolgen. Es muss gesagt werden, dass die Suche nach Geert vielleicht nicht das Schwierigste war, was sie je zu tun hatten. Mit seiner Körperhaltung, den Bandidos und den Kalaschnikow-Tätowierungen in seinem Gesicht war es für Geert schwer, sich zu verstecken, selbst wenn er es wollte. Interessanterweise hat er sich nicht wirklich versteckt. Er bewegte sich gelegentlich zwischen Belgien und Spanien, aber er tat nichts, was die anderen Kriminellen, über die wir berichtet hatten, taten. Er fing nicht an, in einer kleinen Wohnung in einem anderen Land zu leben oder so. Geert lebte sein Leben frei in Spanien und fühlte sich unantastbar. Doch am 20. Oktober war es damit vorbei. Mitten in der Nacht stürmte eine Spezialeinheit der spanischen Polizei die Wohnung von Geert. Mit relativer Leichtigkeit verhaften sie den ahnungslosen Geert. Die Beamten sagten später, er habe sich sehr arrogant verhalten. Er verweigerte jegliche Zusammenarbeit und schwieg.
was in Anbetracht des großen F the Police Tattoos in seinem Nacken auch zu erwarten war. Bei weiteren Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei seine zwei Autos. Sein Motorrad, Schmuck im Wert von 300.000 Euro, Luxusartikel und vieles mehr. Auch seine Freundin, die gerade aus Spanien abgereist war, wurde verhaftet. Ebenso wie mehrere andere Bekannte von Gert. Das Einzige, worum er ausdrücklich bat, war seine schnellstmögliche Auslieferung an Belgien. Es ist fast so, als wüsste er, dass er besser nach belgischem Recht als nach spanischem Recht verfolgt werden kann. Denn nur ein Jahr nach seiner Verhaftung in Spanien und seiner Auslieferung durfte Gert bereits das Gefängnis in Belgien verlassen. Obwohl er mit einer Fußfessel und strengen Regeln ausgestattet war, war es wahrscheinlich besser, als im Gefängnis zu sitzen. Die meisten belgischen Nachrichtenagenturen waren schockiert, als sie die Informationen hörten, worauf die Staatsanwaltschaft antwortete: Gert F. hat das Gefängnis tatsächlich mit einer Fußfessel verlassen. Die gerichtlichen Ermittlungen sind abgeschlossen. Das Gericht hat eine Überprüfung vorgenommen und im Laufe des Jahres werden alle Verdächtigen an das Strafgericht verwiesen. Alles in allem eine interessante Entscheidung. Gert wird derzeit verdächtigt, Teil einer kriminellen Organisation zu sein und Drogen zu schmuggeln. Das sind keine geringen Anschuldigungen. Wann der genaue Prozess stattfindet, ist im August 2023 noch nicht bekannt. Dies war die Geschichte von Gert F. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr es genossen habt, hinterlasst bitte ein Like, teilt eure Gedanken in den Kommentaren und abonniert den Kanal auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht getan habt. Es dauert nur eine Sekunde und hilft dem Kanal ungemein. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder.